Hallo meine Lieben, mein Name ist Karin von Kunst und Decay und heute gibt's 10 Fakten über mich. Viel Spaß! Meine Lebenseinstellung. In einem Wort natürlich schwierig. Ich versuche mir immer etwas vorzunehmen, klare Ziele zu haben und diese dann auch zu verfolgen. Aber wenn es jetzt so allgemein um den Tag zu verbringen geht, versuche ich den immer relativ positiv zu starten, auch wenn es mir vielleicht mal nicht gut geht, irgendwas Positives zu suchen. Und ich liebe es ja, Menschen anzulachen, so im Alltag. Also einfach freundlich sein und ich glaube, dann kann tagsüber auch gar nicht mehr so viel schief gehen. Was mich nervt? Gute Frage. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt, das ist Unehrlichkeit. Ich hasse Unehrlichkeit, egal ob das jetzt in der Beziehung ist offensichtlich oder im alltäglichen Leben oder keine Ahnung, auf Instagram, wenn wieder wer glaubt, der muss ja 1 Million Likes kaufen. Unehrlichkeit zahlt mir nicht so, muss ich sagen. Das letzte Mal vor Lachen geweint. Ich glaube, das ganz, ganz aktuellste war definitiv am Coachella mit der Julia und mit der Christel, aka die Fleur de Mode. Und zwar, das gab es sogar auf Instagram Stories, da sind wir wirklich am Boden gelegen. Nach 2 Gläsern Wein kannst du mehr einliefern. Und da habe ich das letzte Mal wirklich herzlich und Tränen gelacht. Was würde ich an mir ändern? Wahrscheinlich meine Ungeduld. Sagt man das so? Ist das ein Wort? Mein Nicht-Geduldig-Sein? Meine Ungeduld? Ja, sicher ist das ein Wort. Genau. Ich bin irrsinnig ungeduldig und ich bin ein Schussler. Also wenn ich vielleicht einmal 2 Schritte oder 2 Stufen Gas rausnehmen würde, würde es schon helfen. Also ich würde auf jeden Fall das ändern. Meine Schusseligkeit und dieses ungeduldige Getue von mir. Mein Lieblingsteil, das ist eine irrsinnig schwere Frage, weil ich habe so viele Lieblingsteile. Es gibt nicht einen Teil, das mir jetzt richtig, richtig zart. Boah, Georg, fällt dir was ein? Was könnte mein Lieblingsteil sein? Gibt es irgendwas, was ich immer wieder verwende? Ist echt schwer, gell? Weil ich ja so viele Lieblingsteile, so viel Klump habe. Ich glaube, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ich habe ganz, ganz viele. Also ein Lieblingsteil zu sagen ist schwierig. Mein perfekter Tag, meine perfekten 24 Stunden starten auf jeden Fall mit meinem Mann, so viel kann ich schon mal sagen. Das ist so der Ruhepol, der mich immer wieder runterholt. Und jedoch muss ich mich vorher abreagieren, bevor ich den Tag mit ihm verbringe. Nicht, weil ich ihn nicht aushalte, aber einfach für mich. Und das ist meistens mit Sport. Also ich habe immer irrsinnig früh Sportsessions, meistens um 7:30, 8 Uhr. Der Georg dreht immer die Augen, wenn ich ihm das am Vorabend unterbreite, dass morgen um 7 Uhr schon wieder der Wecker läutet. Aber das ist für mich so der perfekte Start in den Tag. Und dann ist meistens so, dass ich schon gerne auch arbeite, also 1-2 Stunden E-Mails mache, aber wenn er wirklich perfekt ist, dann verbringe ich definitiv mit Georg. Und egal, was wir machen, ist es eigentlich immer chillig. Meistens wird dann zu Hause gefrühstückt oder wir gehen in die Stadt. Wir sind voll die Frühstücker, also wir genießen das und zelebrieren das auch richtig. Und ja, und dann entweder man fährt mit dem Radl durch die Stadt und erkundet ein bisschen was oder man macht einen Städtetrip irgendwo hin. Das ist so meistens das, was wir machen, wenn wir frei haben. Und ansonsten, ja, dann am Abend chillen wir auf unserer Terrasse, wir haben eine irrsinnig schöne Dachterrasse. Und dann geht es meistens, wir sind ja alte, also Georg und ich sagen immer, wir sind Grannies, geht es relativ früh schon ins Bett. Also ich bin die Erste, die WO gibt auf der Couch und dann, eigentlich habe ich jetzt gelogen, eigentlich ist er der Erste, der WO gibt. Aber ja, das sind so die perfekten 24 Stunden für mich. Das ist eine gute Frage. Also definitiv, ich habe es zuerst gerade angesprochen, der Georg, das ist so mein. Der Georg nennt das immer Chill Island. Ich bin bei ihm auf Chill Island. Aber wenn ich nicht beim Georg bin und wir sind ja doch auch das ein oder andere Mal getrennt, dann sind es definitiv die Berge. Also ich bin immer, das klingt total bescheuert, aber wenn ich nach Hause fahre, nach Österreich, bin ich schon immer so ein bisschen zu Tränen gerührt, wenn ich dann das erste Mal die Berge sehe. Ich war früher ganz, ganz viel wandern, wie ich noch in Salzburg, oder wie wir noch in Salzburg gelebt haben. Und Gipfelkreuze, die haben was Magisches für mich. Ich fange da immer zum Heulen an. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber es ist so. Und das ist schon was, was mir irrsinnig abgeht, wenn ich so viel reise. Aber das ist definitiv entweder der Georg oder so Berge, die bringen mich definitiv runter. Puh,
Puh, was treibt mich an? Es gibt eigentlich keinen Auslöser, der mich antreibt, sondern ich bin selber der Ärgste. Also ich stress mich selber am meisten. Es klingt jetzt negativ, aber ich setze meine Latte, meine persönliche Latte so, so hoch mit den ganzen Sachen, die ich immer plan. Und ich rede halt nicht nur drüber, sondern ich tue es halt dann auch. Und das ist, glaube ich, so das, ich selber bin mein größter Motivator oder mein größter Antreiber, weil ich einfach nie Ruhe gibt. Ich bin sehr, wie sagt man, ja, ich gebe einfach nie Ruhe. Ich bin sehr getrieben. Ist jetzt nicht unbedingt im Positiv, ist glaube ich Fluch und Segen zugleich, aber ich glaube, ich bin so mein eigener Motivator, ich treibe mich selber am allerbesten an. Mein Spiegelbild in 20 Jahren ist definitiv zufrieden mit dem Leben und mit dem, was sie erreicht hat. Mutter, sagt man da, caring mother, also eine ja, ihr wisst schon, was ich meine, Mutter auf jeden Fall, mit Familie und einem glücklichen Mann an meiner Seite, ein Teil. Angekommen im Leben, weil das bin ich jetzt definitiv noch nicht, als manche mögen das jetzt als traurig empfinden oder nicht, aber noch bin ich es nicht und dann spätestens in 20 Jahren werde ich das auf jeden Fall sein. Ja, ankommen, angekommen sein. Ich glaube, das ist so das größte Ziel, das ich habe und das ich mit hoffentlich Mitte 50 dann erreichen werde, mit dem Georg an meiner Seite und 11 Kinder. Beide so. Natürlich nicht. Ja. Und idealerweise 2 Wohnsitze. Eventuell im Süden und irgendwo, wo ich hinkomme, wenn es bei uns kalt ist, irgendwo in den Süden, wo ich hinkomme, damit ich ein bisschen Vitamin D tanken kann. Genau, das war auch noch so cool irgendwie. Stimmst du dem zu, Georg? Okay, Georg sagt ja. Sehr gut. Und abschließend möchte ich euch noch eine Message mitgeben am Weg. Manchmal ist es vielleicht gut, kurz stehen zu bleiben, innezuhalten und einfach mal vielleicht dankbar zu sein für das, was um einen herum passiert. Und das kann zum Beispiel sein, keine Ahnung, der sichere Arbeitsplatz, dass man gesund ist, dass das in der Beziehung läuft oder sonst irgendwas. Und auch wenn es vielleicht einmal scheiße läuft und man nicht so einen guten Tag hat, dass man trotzdem versucht, irgendwie das Ganze positiv zu sehen. Und einfach, ich glaube, dankbar sein ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss mich da selber auch immer wieder erinnern, dass ich selber kurz einmal Stopp mache und sage, hey, schau dir mal um, wie geil ist eigentlich das Leben. Und ja. Notiert euch vielleicht zu jedem Tag ein paar Dinge, für die ihr einfach dankbar seid. Ich glaube, das alleine ist schon ganz, ganz viel wert. In diesem Sinne, bis bald, macht es gut und danke fürs Einschalten.